Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Lange habt ihr drauf gewartet, endlich ist es wieder soweit. Cops vs. Racer, Save the VIP, wer die letzte Multiplayer-Ausgabe, die 100. Multiplayer-Ausgabe wohl bemerkt, bis zum Ende gesehen hat, der hat schon so ein kleines Easter Egg am Ende gesehen und wusste, dass heute zu diesem Termin diese Ausgabe kommt. Das Regelwerk steht, ja, sagen wir mal, es steht in der Beta-Phase, aber es steht schon sehr ganz gut da. Und ich habe euch ja versprochen, sobald das Regelwerk da ist, geht es endlich weiter. Und ich freue mich riesig drauf auf die Ausgabe, weil ich glaube, das könnte eine ganz lustige Sache werden. Mit dabei heute im Übrigen haben wir Andy, Eragos, Biabo, Radio, Acid Burn, Icy Electric, Latschka, Mr. Elvinko, Supernoob, Yuma und Herbsti. Grüß euch alle. Hallo. 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 Ja, und wir müssen eigentlich gar nicht so viel erklären am Anfang, denn wenn ihr die Regeln nicht kennt, was durchaus möglich ist, dass ihr die nicht kennt, weil das ist das komplizierteste Regelwerk ever, ja, dann könnt ihr das jetzt nachlesen. Das Regelwerk ist verlinkt und da könnt ihr auch überprüfen, ob der Ray wieder hier am Schummeln ist oder ob jemand anders vielleicht schummelt. Nee, wir wollen natürlich alle nicht schummeln. Wir versuchen natürlich immer, uns an die Regeln zu halten. Aber im Eifer des Gefechts kann der mal ein Ausrutscher passieren. Wollen wir natürlich nicht. In der ersten Runde ist Andy, Herbsti und meiner eins bei den Racern. Deswegen seht ihr auch die wunderschönen lackierten Racer-Fahrzeuge in ihren drei Klassen und natürlich die Cops werden wir hoffentlich auch bald noch sehen mit der Limousine, die wir natürlich catchen wollen. Des Weiteren gibt es jetzt auch die Escalades, das war ja ein ganz, ganz großer Wunsch, dass die Begleitfahrzeuge der Limo sein werden, aber jetzt labere ich schon wieder lange rum. Ich würde sagen, wir legen los und auf geht's in die, ja, sagen wir mal, Besprechung der ersten Runde. So, die erste Stage führt den VIP und seine Kolonne vom Festival nach Fairlawn Manor. Wir stehen hier quasi in der Mitte und starten von da aus. Und ja, unsere Strategie ist wie folgt. Unser Scout versucht relativ schnell nach Süden runter zu preschen bis zur White Horse Kreuzung. Während unser Heavy es nur bis zu dieser Kreuzung hier schafft, diese erste Brücke. Und ich fahre einen ganz anderen Weg, ich fahre hier hinten rum bis zum See und versuche diese hintere Seite ein bisschen abzudecken. Ja, wir versuchen es einfach auf gut Glück, wird schon schief gehen. Ja, ich darf das Startsignal geben, ich gebe das jetzt einfach mal in der Hoffnung, es funktioniert. Und sag einfach mal, klick auf Gefällt mir und abonniere uns. Und das trifft auch zu, falls du es noch nicht getan hast. Ne? So, auf geht's. Bin ich schneller als das Goat? Goat! Ja gut, der Scout hat nur ein Leben, darfst du nicht vergessen. Der muss ganz vorsichtig mit seinem Leben umgehen. Ich stelle mich aber auf die andere Seite rüber direkt. Ja, ja schon. Das macht am meisten Sinn. So. Ich mach mein Picknick. Meine Reifen sind schon bei 10%, by the way. Ja, okay, weil wir die ganze Zeit jetzt rumgestanden sind, oder? Mhm. Wobei, ja, nee, ich nicht. Achso, du hast halt Offroad-Reifen. Ja. Deadwesen. Ja, muss ich leider. Geht nicht anders, der hat keinen anderen. Das stimmt wohl, ja. Darf ich mich neben die Straße in den Scheißschotter reinstellen? Da gehen die nicht so schnell kaputt. Ja, mach doch. Okay. Solange du alles siehst, es geht ja mehr ums Looky-Looky-Machen. Ja, war mir nur vom Regelwerk, ob das okay ist, weil ich ja auch auf der Straße bleiben muss. Ich komme nicht durch. Ja, Straße, Schmaße, da kommt. Ne, das ist. Doch, das ist ein Cop! Okay, Also noch kein falscher Alarm, aber ein Cop ist C-Straße gefahren. Also ein Audi, aber der scoutet vielleicht auch nur. Ja, das kann sein. Ich hätte ihn fast gerammt, aber ich dachte so, das macht ja keinen Sinn, den zu. Wobei, eigentlich. Nee, egal. Geht alles nix. Also, die könnten halt natürlich auch Serpentin hochfahren, ne? Doch, die kommt. Ich seh. Lass mich in Ruhe. Ich fahr weg. doch, die sind Seestraße. Ja. Darf ich jetzt durchs Festival durch? Ja, ich habe ihn gesehen. Jetzt ist Safe Zone ist ausgehoben. Ich versuche nochmal hinterher zu fahren erstmal. Ja, die fahren sehr, also östliche Seestraße. Sind an den Serpentinen schon vorbei. Oh, ich habe richtig Schaden, ey. Lala. Okay, ich fahre da gerade parallel und dürfte ein bisschen Vorsprung haben. Im Idealfall mache ich jetzt einfach einen seitlichen Treffer. Ey, der ist so ein Arsch. Jetzt hält er einfach an. Ich mach doch gar nichts. Bedrohe ich doch gar nicht.
So, ja, ist mal gucken, was sie machen. Gib bitte ein Update, wenn die bei den Brücken sind. Nee, das sind noch nicht. Also es gibt ja diese zwei, es gibt ja einmal die Stausee-Einfahrt und einmal die Verbindungsstraße-Einfahrt, die sind noch davor. Mhm. Wie war ich? Jetzt gerade vor dem Knick. Jetzt fahren sie da rein. Aber sie biegen noch nicht ab. Die erste haben sie verpasst. Fahren jetzt auf Verbindungsstraße. Ja, fahren Verbindungsstraße. Okay, ja, bin ich genau die falsche gefahren. Weil ich habe ja, ich hab ja eh ein paar Leben. Alter, was für ein Massenkaropulat. Problem ist, man muss den von vorne treffen, sonst macht das gar keinen Sinn. Nein, nicht gegen die Wand. Das ist blöd, das ist so eine enge Straße, du kannst da gar nicht so richtig attackieren, ey. Warum machen wir das im Sommer? Da haben die M4 zu viel Grip. Limo hängt am Baum. Limo hängt am Baum, die hat richtig Schaden schon. Blödes, ich kann von... Erstmal ein M4 wegschieben. Der hat genervt. Aua. Hilfe! Wo ist die Limo, hä? Da vorne. Ah. Das Blöde ist, die Escalades, ich meine, klar sind die größer und alles, aber sie hat trotzdem eine ähnliche Farbe und Form. Das verwirrt ein bisschen. Die Limo hat auf jeden Fall schon ein gutes Stück Schaden. Ja, ich meine, Baum tut immer weh. Wo seid ihr gerade? Jetzt gleich Verbindungsstraße Kreuzung, die Hauptverbindungsstraße Kreuzung. Ich euch gleich. Ach, jetzt nervt doch nicht BMWs. Die nerven echt, Mann. Ich habe die BMWs gar nicht so nervig in Erinnerung. Also klar, vom Motor sowieso. Oh, fuck. Vom Motor sowieso, aber... Ja, jetzt fahren sie nördlich, also quasi Richtung Trift-Clubstraße. Logisch, die fahren jetzt den direkten Weg einfach. Ja, ich port mich mal vor und mach frontal rein. Ja, macht's. Ich glaube, das... Nee, ich bleib mal noch dran. Weil, ja, da Inka war da. Naja, die sind auch fast dann schon da gleich. Aber ist schon mal gut, wenn der Schaden schon mal drin ist. Ich versuch den mal jetzt gegen den Baum zu knallern. Fuck, nicht geklappt. Also du hast nur einen R6 gerade vorne dran. Und jetzt hast du noch einen M4 vorne dran. Wow, der hat dich weggeräumt, schade. Aber versuch was wert. Also Scout darf ruhig angreifen, wenn du in der Nähe bist. Ja, das ist gerade da. Ich roll grad auf. Hey, lass mich doch zurück, der Straße! Jawohl, Escalade, immer schön gegen die Limo. Nein, nicht mich gegen. Jetzt hab ich mich selber gebaut. Nein, sorry. Nee, das war ich selber. Ja, alles ich gut. Bin hier noch hinten drauf. Ja, ist aber geil. Ist egal. Alter, oh, dieser BMW stört einfach, ne? Ich muss die Route da hinsetzen, weil 500 Meter ist fertig, aber es ist ja eigentlich fast, wenn die da schon abbiegen, glaube ich, fertig. Oder? Da fehlt uns nicht mehr sein. Ja, komm. Ja, lass stecken. Das geben wir denen die Runde mal so. Also ja, die Limo hat auf jeden Fall... Ist so ein Idiot, jetzt werden wir noch hinten drauf, sorry, also ich hab das jetzt aber auch ein bisschen provoziert. Ich sag mal so, die Limo hat einen Frontaltreffer mit dem Baum, den Cops habe ich auch anderweitig einige mitgegeben. Alter, mein Auto. Der arme Bugatti, ey, das ist das teuerste Angreiferfahrzeug ever, ey. Ey! Aber das ist eh schon, vorne ist eh schon alles kaputt. Ja, sehr gut. Das war die erste Stage. Natürlich gibt es drei Stages und ja, dann würde ich sagen, machen wir kurz einen Cut und dann geht's in die kurze Besprechung oder beziehungsweise kurze Taktik, was auch immer, was wir ausgedeichelt haben für die zweite Stage. Ich kann aber schon mal kurz sagen, wo es hingeht, und zwar werden die von Fairlawn Manor nach The Gables fahren müssen, also mehr oder weniger gerade wieder zurück. ja, gut. Also, kurzer Cut. Bis gleich. So, wie angekündigt geht's von Fairlawn Manor quasi wieder zurück nach Gables, deswegen haben wir auch eine kleine Startposition. Ja, wir haben uns entschieden, dass Andy als Heavy den direkten Weg hier hochfährt. Ich versuche hier über die Verbindungsstraße Richtung Autobahn zu fahren, falls sie da lang wollen. Und unser Scout fährt mehr oder weniger auch in diese Richtung, allerdings ein bisschen mehr auf dem Offroad-Weg. Allerdings mit dem Blick natürlich immer auf die Straße, weil die natürlich auch auf der Straße unterwegs sein werden.
Gut, dann würde ich sagen, verlieren wir da gar nicht so viel Zeit. Ich gebe das Startsignal und dann geht's los. Bin ich jetzt gespannt. Ich auch. Ich glaube, entweder dir oder mir werden sie entgegenkommen. Keine Ahnung. Vielleicht fahren sie einen ganz verrückten Weg, so hintenrum, so ganz sneaky. Ja. Aber so ausgefallene Taktiken kommen ja erst, wenn ich da wieder dabei bin. Ja, mal gucken. Ich versuche selber so schnell wie möglich dahin zu fahren, weil es kann echt gut sein, dass die Autobahn fahren. Ja, ich versuche mal mich aber sogar ein bisschen zu verstecken. Aber wenn die nicht entgegenkommen, soll ich dann direkt auf die Autobahn fahren? Eigentlich schon, oder? Ja, klar. Ich verstecke mich jetzt hinterm Busch. Oh, richtiger Buschmensch. Oh ja. Im Übrigen, wir hätten gerne grüne Neons unter die Autos gemacht. Als kleine Anspielung auf ich weiß nicht was. Aber ging nicht. Schade. Aber passt auch irgendwie nicht in Forza so rein. Wobei cool wäre es trotzdem. Für das Format halt wäre es cool, ne? Bis jetzt sehe ich nichts. Ich würde sagen, ich warte hier noch eine Minute und dann versuche ich zu rotieren, weil dann werden die meine Straße nicht fahren. Eine Minute ist schon ziemlich lang. Oh fuck, wo habe ich denn meine Route hingesetzt? Hä? Wieso ist die Route falsch? Lol. Ja, ich bin noch nicht in den 2 Kilometern, also gut. Hier sind sie erstmal nicht. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die halt dann doch den Bauernweg fahren, weil bis die... Hä, komm, die wären doch schon längst da, oder? Das finde ich super komisch, ja. Ich vertraue einfach mal auf meinen Scout, dass der das da hinten abcheckt. Ich fahre mal Autobahn. Also ich bin fast an der Autobahnauffahrt. Jetzt. Oder meinst du, die fahren über Edinburgh vielleicht die Strandstraße? Ja, das wäre ein super Umweg, aber möglich wäre es... Oh, ich sehe es. Oh, doch. Ich fahre quasi voraus. Ich habe sie schon entdeckt. Ja, Autobahn. Ja. Okay. Also, die Lima habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dabei ist. Ja, ja gut. Okay. Ja, ist dabei, ja. Gut, dann alles auf im Tunnel gegen die Wand drücken. Das macht so mächtig Schaden. Wo seid ihr gerade auf? Autobahn, wir sind jetzt gleich bei vor der Tunnelauffahrt. Also noch nicht. Noch davor, ist knapp 500 Meter. Oh, das ist aber schon ein gutes Stück. Sie fahren in Fahrtrichtung, also auf der linken Fahrbahnseite. Tunnelauffahrt ist schon gar nicht so unweit. Ja, die sind jetzt Auffahrt jetzt, sind sie Auffahrt. Jetzt gleich bei der Brücke. Fahren jetzt quasi Tunnel rein. Ja, sind Tunnel drin, in Fahrtrichtung. Gut, ich port mich runter. Ich bin viel zu weit hinten dran. In Fahrtrichtung? Die M4s, wieso haben die so viel Grip auf einmal? Das ist ja richtig krass. In Fahrtrichtung? In Fahrtrichtung, ja. Also linke Fahrbahnseite. Okay. Sind ja in England auf der falschen Seite. Das heißt einmal durch. Fuck, ich komme halt überhaupt nicht vorbei an den Kamodis. Also in den ersten Tunnel konnte ich ihn nicht rammen. Leider. Ich muss den irgendwie gegen die Mauer bringen, ey. Das macht so viel Schaden. Wissen wir aus Erfahrung. Alter! Nein! Oh, der scheiß Escalade. Ey, Scout, mach auch Radau, ey. Wir müssen die... Das war ich, Andi. Ja, gut. Ich vielleicht war halt nicht mit schwarzer Farbe nicht die beste Wahl, aber... Fuck. Ich wusste halt nicht, dass der Scout schon da ist direkt. Also nein, ich bin raus. Ich hab zu wenig Power, ich hab zu wenig Power. Ich kriege ihn nicht gegen die Wand. Nein! Oh, Chance vertan. Schade. Egal, er ist jetzt Kreisverkehr. Aber gut, eigentlich ist klar, da wo er ist, ne? Ja. Das Problem ist, du kriegst eigentlich nur Schaden von direkt ganz vorne rein. Aua. Von ganz vorne rein. Da hängt ja noch ein Bugatti zwischen. Ja, ich weiß. Und der ist ein Fliegengewicht, leider. Was man sich fast nicht vorstellen kann, aber das ist noch ein alter Bugatti. Irgendwie. Also ein Escalade ist quasi raus. Soll ich mich noch schnell porten? Na komm, ich port mich schnell. Ich hab was? Eben. Ich hab so viel Leben. Leben! Und ich meine, die sind jetzt auch nicht mehr weit von Gables weg. Nee, ich weiß. Fahr ich jetzt in die richtige Richtung? Ja. Komm. Den noch vor der Kreuzung, oder? Ja, die Limo kann doch niemals schneller sein als ich. Ja, ich glaube, die hat nicht gar so viel Schaden gefressen, wie man denkt. Ich habe die in den Baum reingepflanzt. Jetzt, was ist die Limo?
Na, ah, nur seitlich getroffen. So, ich weiß leider nicht die Meteranzahl. Naja, gut, es ist schon fast wieder vorbei. Ja, das ist vorbei. Demon! Ah, das war eine gute Chance, ey, gegen die Wand zu drücken. Aber ich hab's leider nicht geschafft. Der Bugatti hat also ich hab's ja einmal an die Wand gedrückt. Im Tunnel? Ja. Aber das ist gut. Das macht nämlich gut Schaden. Und dann hat mich Andi leider frontal getroffen. Weil in meiner Welt du noch nicht da warst. Die Ansage hat mir gefehlt, dass du schon da bist. Ach so. Ja, ist egal. Das passt schon. Ja, dann müssen wir wohl jetzt alles auf die letzte Route setzen. Die übrigens wieder nach Norden führt. Hey, nee, die führt tatsächlich nach Bamburgh Castle. Und ist die längste Route mit 9,7 Kilometer. Gut, ja, dann gibt's einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder hören uns, besser gesagt, gleich wieder. So, letztes Date steht an. Letzte Chance für uns Racer, die Limo und damit den VIP festzusetzen. Habe ich schon gesagt, wo es hingeht? Ich weiß gar nicht. Es geht auf jeden Fall von The Gabbles nach Bamburgh Castle für die Herrschaften. Und wir haben uns geeinigt, dass Andy folgende Taktik macht. Leroy Jenkins, was so viel bedeutet, einfach drauf, genau. Direkter Weg. Ich versuche direkt am Kreisverkehr hier auf die südliche Offroad-Parkstraße zu kommen und der Scout fährt direkt Offroad Richtung nördliche Offroad-Parkstraße und dann ist das Ziel, dass wir relativ zügig zur Stauseestraße hier fahren und dann gucken wir halt mal, was passiert. Wenn wir natürlich vorher was entdecken, dann ja, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, es könnte halt natürlich passieren, dass sie halt direkt hier am Kreisverkehr dann südlich Strandstraße fahren, aber das würde ja dann Andi mitbekommen. Und dann könnten wir ja direkt wieder umkehren. Ich werde auch, by the way, auf mein erstes Leben komplett drauf scheißen. Wenn ich frontal irgendwas treffen kann, dann gucke ich, dass ich das in die Limo reinschiebe. Mache ich genauso. Ich habe bis jetzt mein Leben noch gar nicht gebraucht. Ist egal. Ja, ich gebe das Startsignal und die dann hoffentlich auch und dann geht's los. Juhu! Ray liebt die Gefahr. Aber hallo! Ich hab gehört, ein rotes X bedeutet Gefahr. Da waren 3 X, das heißt leider, du hast es nicht in die nächste Phase geschafft bei DSRS. Alter, du weißt, was das heißt? Ich bin bei Triple X. Ich bin der absolute Killer. Oder in der Pornoindustrie. Naja, gut, das nimmt sich ja jetzt nicht so viel, wenn du mal die Triple X-Filme guckst. Habe ich noch nie gesehen. Ist echt nicht? Nee. Ah, doch, die sind eigentlich. Also, wenn du stupide. Action. Ja, die sind. Hier kommt einer. Einer ist schon mal. Ich kehr schon mal um. Der ist tot. Der ist tot. Einer ist keiner, aber. Aber warte mal. Nee, die anderen sind hier nicht. Okay. Dann fahre ich wieder zurück. Ich bin jetzt auf 2 Kilometer ran. Ich warte hier noch eben 30 Sekunden, aber der Audi ist tot. Warte mal noch. Weil vorher habe ich auch einen entdeckt und dann kam lange nix und dann kamen sie doch. Doch, sind hier. Okay. Ich halt rein. Ja, immer drauf. Sag, wenn sie beim Kreisverkehr sind, aber normal müsste ich vor dir im Kreisverkehr sein. Hoffe ich. Herbstie, du kannst natürlich auch quasi Richtung Kreisverkehr. Ja, pushen. Ich bin jetzt gerade am Stausee. Also am See. Ja. Ein Abgang. Ja, nicht einfach den schnellsten Weg halt. Wir sind beim Knick. Ja, ich bin jetzt am Kreisverkehr. Also irgendwie hat der Escalade das mit Offroad-Schieben nur wenn Sinn macht, nicht so ganz verstanden. Schiebung! Nein! Oh nee! Fuck, jetzt hab ich mach kurz nix, auf die ich Karte hab geguckt. Die ich hab sie im Schwitzkasten. Wir sind jetzt erst am Kreisel. Und wir fahren Strandstraße. Also, es war eine ganz dumme Idee, ein leichtes Fahrzeug zu nehmen. Und der EB110 ist leider wirklich leicht. Weil ich werde von jeder Kacke hier weggedrückt. Die Limo ist ganz vorne. Ja, ich. Port mich. Ich bin am Kreisverkehr. Ich komme von vorne.
Ja, macht das Remus immer noch ganz vorn. Jetzt ist ein M4 davor. Ey, die müssen wir jetzt treffen, ey, frontal. Du hast dein Ziel erreicht. M4 ist davor. Ansonsten nichts. Fuck it. Es ist fast nichts möglich, dich zu treffen, wenn du ausweichen musst. Port mich nochmal neu, scheiß drauf. Ja, ich auch. Leben. Ich auch. Einfach rein. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ich hätte vielleicht mehr Schwung nehmen sollen. Man muss dazu sagen, Safety VIP ist immer noch in der Beta-Phase. Nein, wie knapp verfehlt. Ach, ficken. Ja, das war's, glaube ich, oder? Die ist bei mir auch durchgekommen. Die ist viel zu schnell noch. Ja, wir waren, wie gesagt, wir sind ja immer noch so ein bisschen am Testen. Und wir haben auch schon festgestellt, zwischen den Stages, die Limo, wenn die einfach Speed aufgebaut hat, kriegst du die einfach nicht ausgebremst. Die ist einfach zu schnell und das macht ein bisschen das Format kaputt, weil die Kolonne soll ja eigentlich schon eher schleichen. Aber so ist es jetzt mal. Ich denke mal, wir werden sogar vielleicht, ist jetzt blöd für uns, weil wir in der nächsten Runde jetzt auch schon Kopf sind, aber zwecks des Formates würde ich sagen, machen wir die Änderung direkt in der nächsten Runde. Die Idee ist einfach, das Getriebe zu kappen bei der Limo, dass sie gar nicht mehr so schnell fahren kann. Und genau. Gut, also Glückwunsch an die Cops. Wir haben es leider nicht geschafft. Ich finde aber trotzdem, wir haben es im Bereich des Möglichen eigentlich ganz okay gemacht. Es ist halt schwierig und wir sind ein bisschen außer Übung. Aber da wir das Regelwerk jetzt haben und es auch an dem Regelwerk auch mal ein bisschen was anpassen können, denke ich mal, dass Safety VIP jetzt natürlich öfters kommt. Genauso natürlich auch wie die ganzen anderen CVR-Formate. An der Stelle kann ich aber schon mal sagen, wenn es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall schon mal ein Gefällt mir da. Aber es gibt jetzt noch eine zweite Runde. Da ist jetzt Andi, ich und Herbst, die natürlich auch auf der Seite der Cops und Racer werden jetzt gleich sein, Biabo, Latschka und Icy. Also, wir werden es gleich rausfinden. Bis gleich. Weißt du, wir fahren an. Erste Kurve. Ja, ich habe 100, wir sind raus. Hä? Und das war's wieder mit einer neuen Ausgabe. So, zweite Runde beginnt. Erste Stage. Wir sind jetzt auf der Seite der Cops. Der gute Andi ist Limo-Fahrer und damit auch Präsident. Und der hat natürlich die perfekte Route ausgetüffelt, die er euch jetzt mal vorstellen möchte. Genau, wir fahren über Fortune Island rund. Ne, wir fahren hier oben quasi über den Süden der Stadt auf den mittleren Autobahnkreis rauf. Fahren da die Straße runter, die Stauseestraße. Wenn noch keine Verfolgung ist, werden wir die Seite wechseln. Und an der erstmöglichen Brücke, wenn eine Verfolgung ist, gut, dann fahren wir weiter runter. Da muss ich noch eine Kurve schaffen. Und dann, ja, sind wir eigentlich fast da. Perfekt, schöner hätte ich es nicht erklären können und deswegen würde ich sagen, let's go! Ich fahre, by the way, den neuen Escalade. Also so neu ist der jetzt auch nicht mehr. Ja, aber neu in dem Format. Nur weil die Demo langsam ist, müsst ihr nicht mit Tempo 50 schleichen. 120 nee, schafft es immer noch. Die Demo gibt Tempo vor, Leute, ihr passt euch an die Demo an. Ich würde vielleicht nicht mit 300 fahren. Und wie ist die Limo so mit neuem Getriebe? Laut. Ja. Stottert. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die Limo langsam gemacht, indem wir einfach ab dem dritten Gang. Es gibt noch einen vierten, fünften und sechsten, aber die sind 400 Metern links abbiegen. Km/h schneller. Da hat also, der Mechaniker das gleiche Zahnrad eingebaut. Ja. So. Und Trump wollte das so. Ja, kleine Dinge können I have the best gearbox in the world. The loudest, auf jeden Fall. Wenn so fährst du hin? Ich wollte doch hier gucken, nicht, dass da was kommt. Oh. Wie sollen von da oben einer genau. kommen? Genau. Schlechteste Ausrede ever. Sein. Alter, wo fahrt ihr lang? Boah, das ist Mir kam der Heavy entgegen. Warum genau hat der Audi jetzt den Escalade gesnackt? Was macht der? Du siehst ihn so vorne eigentlich. Nee, sprich sie an. Yuma und. Ja, es war ein ganz Kommunikationsverständnis. Boxen. Immer noch, ihr müsst nicht Tempo 80 fahren. So, ja, hast du die jetzt weggelockt? Also genau, das haben wir noch vergessen zu sagen. Ja, ein M4 macht hier Lockvogel und fährt der Lockvogel ist gerade die komplett gleiche Route gefahren. Rechts was? Rum. Rechts rum. Du bist über die gleiche Route gefahren. Der ist jetzt hier komplett umkreiselt gewesen. Ja, moin. Wir haben Spion. Der Polizeilambo. Also bis jetzt haben wir noch niemanden, oder? Nee, ich fahre mal schnell. Nicht, dass ich wüsste. So, ich bin jetzt auf Top Speed. Oh, okay.
120. Genau. Ja, genau. Und der RS6 ja, hat nach hinten geschaut. Das wäre jetzt scheiße, wenn ich da... Alter, schon mehr Schaden drin durch irgendwas anderes. Das wäre jetzt echt scheiße, wenn ich danach sage, der RS6, ne? Also, ich find zwar okay, dass wir Andi jetzt eskortieren, aber diese Party hättest du vorher lassen Auto können, Andi. Die hättest du mal danach noch machen können. Die sind alle besoffen hier. Also okay, Kanu fahren. Von hinten komm, von hinten komm, von hinten komm, von hinten komm! Mach den fertig. Ja, noch ist er nicht aggressiv. Okay. Aber ein das ist schon sehr aggressives ist aggressiv Bremsen. Oh, Andi, du sagst, wenn ich zurückfahren soll, das Eskalett. Jetzt hab ich's verschlafen. Achtung, Heavy von hinten. Ja, mach den mal. Das ist ein Heavy. Andi, soll ich vorne bleiben, oder? Ja, bleib vorne. Okay, Eskalett dran, Eskalett dran, der hat die Power. Ich bleib auch vorne. Ui. Danke. Ui, jetzt ist Maria. Ne, jetzt ist er weg. Passiert. Jetzt ist er irgendwie weg. Er ist irgendwie, ja, ich glaube, er hat sich direkt weggeportet. Hm. 1,8 Motor zurück in Formation. Ja. Na, oh, nee. Okay, dann hören wir auf, oder? Wir geben auf und wir schmeißen die meiste Fahne. Ja, Mann. Und ein Kommafehler, 108%. 10 Minuten geht's Video schon, perfekt. Es reicht aus mit Werbung. Reicht aus, tschüss. Wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Wir können sie in Teile aufteilen. Er hat sich neu also pass auf von vorne, ne? Soll ja, ich bin schon da, ich bin hier vorne, Feier. Ich bin schon ich sehe, wo er ist, aber ich sag's nicht. Ja. Achtung, what the fuck? Ja, was ja. War was? Warte, also kann ich immer ganz laut schreien und nicht sagen, was los ist. Ja, das ja, ist was für die. Seid ihr am Stausee? Ja. Ja. Wir sehen den Stausee. Es kam nur gerade ein Lambo quer durchs Bild geflogen. Ja. Es war halt so. Ich glaube, das war. Ich habe halt nur hinten im Motorsound gehört und habe gedacht, so was zur Hölle war das denn? Der Lamborghini. Ja, aber das war ja kein Lambo, also war ja nicht der Attack. Ein wildes Achtung, Lamborghini. Ach, Leute, da kommt ein LKW auf der rechten Fahrbahn, LKW auf rechter Fahrbahn. Achso, ja. Der Heavy ist hinten. Ich dachte gerade, hä, die hat doch schon Heavy. Das ist der Eliminator. Ich wollte gerade schon auf Attacken gehen. Hä, der war doch da und jetzt ist. Doch, jetzt kommt er wieder. Der Heavy kommt von hinten. Auf welcher Seite seid ihr? Wir sind auf der Auto auf rechter Spur. Das hat weh, dem M4. Jumakas. Also fahrt ihr von eurer Richtung aus rechts oder links? Ah, oh, scheiße. Ich versuch dich mal zu halten, dass du nicht runterfliegst. Lol, Heavy hat den Verkehr mitgenommen. Lol, was war denn der Verkehr hier? Ja, haben schön gegen Baum, sehr gut. Immer noch ein voller Schutz. Ja, gut. Ich kümmere mich um den Heavy. Wechseln wir die Seiten oder nicht? Nein, wir haben die Verfolgung. Wir sind hier dran. Ja, gut, aber jetzt sind wir eh langsam. Wir nehmen den Schwung jetzt. Es wäre möglich gewesen, nee, sagen wir so. Also, ignoriert die schon. Heavy kommt wieder. Von hinten kommt der Heavy, der hat sich geghostet. Heavy ist wieder zurückgespawnt. Der ist komplett allein. Was fährt jetzt der eine Vieh hier vorne bei mir? Was machst du hier vorne? Geht schon anderen? Ich Information, Heavy ist weg. Ich sperre die Straßen seitlich. Ich war der vorfahren sollte und ich bin jetzt einmal schon vorbeigefahren. Alter. Die Brücke da können wir jetzt aber nach rechts fahren, wenn der von vorne kommt, hat er sich vielleicht so weit geportet. Lambo kommt entgegen, hab ich nicht bekommen. Ah, haben wir aufgehalten. Und da kommt er. Oh, Jesus Maria! Ich fahr rein. Ja, ich versuche wieder nach vorne zu fahren. Vorsicht, der Lambo kommt! Lambo kommt von hinten. Ja, ich bin da. Soll er kommen? Ich bin komplett raus. Mach den Team-Abenteuer-Moves, schießt in den Kurven raus. Warte, ich komm. Ja, ich brauch. Oh, sorry. Ich fahr wieder nach vorne. Limo, ich bleib ein bisschen passiver gut, ja. Für den. Wir bleiben bei der Limo, wir bleiben bei der Limo. Ich hab den Lambo. Noch 1,3 Kilometer. Geradeaus? Ja, sicher, wohin sonst? Nein! Sorry, ich fast gegen die Mauer. Lass ihn in Ruhe, wir haben noch 1 Kilometer. Ja, es sind 500 Meter safe. Ja, ich weiß, aber die werden keinen großen Angriff starten. So, jetzt nicht gegenseitig crashen, Leute, nicht gegenseitig crashen. Das ist alles unnötiger Schaden, wenn wir uns jetzt crashen. Fahr am besten hintereinander jetzt rein. 650. Wer fährt jetzt da mit seinem Escalade schon wieder vor? 600. Und mit seinem 500. Ist es safe. Nichts mehr, kein langsam, Abstand. Wichtigsten Abstand von der Nummer. Du bist doch verrückt, bist du. Also ich glaube, der M4 hat ein neues Update bekommen. Muss ich da rein? Nee, es reicht. Stell dich einfach nur irgendwo hin, wo ich diesen Verkehr nicht abcrashen kann. Vorsicht. Und der Rest der Leute. Sehr gut. Also, erste aufregende Fahrt haben wir überlebt. Auf jeden Fall der eine Safe gegen den Lambo war echt geil, ey. Vor der Brücke.
Bestandsaufnahme 1,8 Motor. Nein. Was ist denn das passiert? Müssen wir abbrechen. Das geht gar nicht. Ja gut, okay, genau, also eine Regel gibt's, Sie können ja auch nachlesen, wir können natürlich anhand des Schadens der Limo uns ein bisschen reparieren, die Limo selbst natürlich nicht. Wie wir jetzt reparieren, ja, das besprechen wir einfach, ihr werdet es dann vielleicht sehen oder auch nicht, oder keine Ahnung, also bis zur zweiten Stage, bis gleich. Zweite Stage steht an, es geht von The Gables zurück nach Ferlon Manor, das ist das gleiche, was wir in der ersten Runde hatten, nur jetzt umgedreht. Folglich starten die Racer irgendwo hier beim Stausee und Andy hat wie immer wieder the plan of the universe und deswegen bitteschön. Genau, die Limo fährt voran und macht die alle weg. Nee, perfekt. Wir fahren durchs Festival über die östliche Seestraße hoch, werden dann die Verbindungsstraße reinfahren. Plan A ist, dass wir die Driftclubstraße hochfahren. Wenn das nicht klappt, aufgrund von komischen Umständen, werden wir Plan B verwenden und einfach geradeaus weiterfahren und dann hier über die Bauernstraße rein. So sieht's und aus. Und ein M4 wieder einen schicken. Genau, den schicken wir einfach direkt die Stauseestraße hoch, die östliche. Ich werde nicht sterben. Die Staustamm. Gut, dann würde ich sagen, ich gebe Startsignal in 3, 2, 1. Gefällt mir. Wow, der Audi rammt den Audi weg. Wow. Ist der gerade bei dir erst gespawnt, oder was? Ja, der ist gerade bei mir gespawnt. Achso, ich dachte gerade, wie blöd kann man eigentlich sein? Nee, ich sah das Auto da stehen und ich dachte es wäre Start. Oh Gott, geht. Bumm. Bei mir, ich hab erst was berührt und dann kam auf einmal so ein Audi von mir. Im Übrigen nicht wundern, manche Designs werden halt einfach nicht geladen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir haben die Feuerwehr auch dabei. Ja doch, die versuche ich auch mit. Aber hallo. Also zwecks Reparatur, wir hatten 6 Reparaturpunkte, weil die Limo unter 10% Schaden hatte. Das ist die Maximalausbeute aus der ersten Stage. Wir haben einmal den M4 zurück ins Leben geholt, weil einer war komplett zerstört. Und 2 R6 wurden repariert, der Rest ist bei nächster Gelegenheit quasi. Heavy auf der Ja, der Straße. Da kann er hier bleiben. Ja, genau, zieh du einfach nach Norden durch. Wie gesagt, wir treffen unser oben an der Verbindungsgedönse. Du darfst aber lange warten, glaube ich. Ja, das soll halt warten, ist doch egal. Aber wenn er jetzt zu uns fährt, dann lockt er die nur zwangsläufig zu uns. Fahr einfach unten auf der Teststrecke. Genau. Nee, das ist zu weit weg vom Schuss. Fahr einfach die Stausee. Nee, bleib da einfach. Bleib oben einfach an der Kreuzung stehen, ist doch okay. Ja, kann er ja nicht, wenn der Heavy da ist. Und der Heavy ist runter Richtung Gables gefahren. Ja, den soll er doch machen. Soll er hin? Also, okay. Darf er sich gerne anschauen. Der Limo, kannst du ein bisschen Gas geben hier? Ich steig gleich auf die Bremse. Warte, ich hör mal rein, Ray. Nee, ich will gar nicht so nee, hört sich schlecht an. Hört sich schlecht an, ich würd's nicht machen. Ich will's gar nicht hören, das ist schlimmer als der M4 und das will was heilen. Zylinderkopfdichtung, sag bald, ciao. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist der gleiche Motorsound, bin ich mir relativ sicher. Oh, aber ein M4 fehlt doch, oder bin ich jetzt blöd? Hi. Ja, bin es wieder einen halben Kilometer vorne. Ich glaube, wir haben doch 3 M4 Gas eigentlich, geben. Oder nicht? Ich finde das ist fake. Ja, aber einer fehlt. Ja, wir haben doch 3 insgesamt. Ja, stimmt, ich bin ganz hinten. Ah, der kommt jetzt. Der hat geschlafen. Wir haben einen verloren. Der hat am Festival sich noch ein Soft-Eis gegönnt. Ja, Andi hat ja ein bisschen Sprung. Und für den Rest der Truppe nichts mitgebracht. Aber echt, ey. Alle umdrehen M4 vermöbeln. Die Cops vermöbeln jetzt die eigenen Leute. Also Disziplinarverfahren ist eingeleitet. Was halt passieren könnte, dass die von den Serpentinen hier vielleicht runterpreschen oder so. Also da mal aufpassen, dass da nichts kommt. Ich schau mal. Das soll höchstwahrscheinlich selber kaputt, wenn sie das. Aber Andi macht sie alle platt. Ich hab echt Bock, die Demo in der dritten Stage, wenn sie es ergibt, werde ich die einfach zum Kampf verwenden. Mit dem Heck oder so. Alles klar. Serpentin ist nichts los. Nö. Da ist der Eliminator. Schon wieder. Der Eliminator. Gibt's überhaupt noch andere LKWs in dem Spiel hier? Nee. Sind jetzt alle welche, für die Rohre geladen haben, Spedition unterwegs. Ich habe jetzt aber in der Tat, seitdem das da bekannt war, keinen einzigen gesehen bis jetzt. Das ist halt so ein Teaser, den sie dir mit einem Eisenstuhl ins Gesicht klatschen. Vorsicht, Fahrzeug rechts. Vorsicht, ja. Mazda, die sind gefährlich. Ja, Mazda platzt da, ne? Ja, das ist die Secret. Hey, die Limo, ey, ich halt mal ein bisschen Abstand. Andi, wenn ich hier mit dem R6 komm mal her, ich brauche Abwechslung vom Sound. Also jetzt ehrlich, würde ich nicht wissen, dass der... Ist nochmal ein... Ah, ne.
Sollte nicht der eine erst 6. Achtung, nee, wir haben M4 mal davon. Okay, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Also würde ich nicht wissen, dass das das Getriebe von der Limo ist, würde ich sagen, das trommt da gerade im. By the way, ich war doof, ich habe die Abfahrt vergessen. Egal, jetzt fahren wir oben rüber, wir wollten in die Verbindungsstraße rein. Sind wir doch noch gar nicht. Ja, sind wir doch gar nicht. Die kommt erst da vorne. Ja, die kommt ach erst Mensch, noch. Ich vergesse ja, dass ich 120 fahre. Nein, du willst nicht ins Bergwerk. Du willst die zweite. Bergwerk. Normalerweise wären wir schon längst im Ziel, hätte das alles. Hallo zweite M4, hi. Also ich hab mich entschieden. Also ich hab die Route auch, also im Prinzip können wir schon wieder der Eliminator fahren eigentlich. Und jetzt nach rechts weg, oder? Ja. Ich, da, ich war gerade echt irgendwie schon dabei, dass wir gerade auf die Highlands zufahren mit der Känguru-Straße. Also aufpassen, sich nicht gegenseitig rammen, bitte. Limousine kommt gut. Kein Kontakt. Ich glaube, damit haben die echt nicht gerechnet, dass wir übers Festival abhauen. Doch, ich habe von der Festival-Einfahrt habe ich ein Lambo gesehen, der ist dann aber runter Richtung Whitehorse. Auf der linken Seite von Fiesta. Du bist jetzt schon wieder für ein M4, das ist doch ein Winz, oder? Ja, sicher. Ja. Die haben ja vor die Straße zugemacht. Gibt ja sonst keinen, der so doof ist. Ja, aber keiner, der zwischen zwei durchprescht und wie blöd er auf die Hupe drückt. Typisch BMW-Fahrer. Typischer BMW-Fahrer. Halt. Aber lass doch die Hupe, die Hupe macht keinen Sinn, dann hören die uns im Zweifel. Aber deine Limo hört man nicht. Nee, die hört man aber echt nicht. Wenn man weit genug weg ist, hört man sie nicht. Nee, aber die Hupe hört man, die Hupe hört man gar nicht. Habt ihr recht. Ach, deswegen hält Dre so viel Abstand auf einmal. Ich weiß nur, was nötig ist, komm ich da hin. Das ist halt nicht die Limo, die da sogar da macht. Das ist halt Drop im Innenraum. Ich hätte gerne den hinteren Escalator ein gutes Stück näher an mir dran. So quasi an der Heckstoßstange. Alter, ich weiß, was du vorhast. Acid, du bist so doof, ey, Acid, ganz ehrlich. Oh je. Blinken. Nein, aber vor mir einfach weiterfahren, aber nicht stehen bleiben. Ich bin nicht stehen geblieben, ich bin gerade über 70 gefahren oder was. Ja, du steigst doch nicht vor dir. Oh Gott, hast du ja schon wieder ein NPC mitgenommen. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Die Feuerwehr, ey. Ich nehm's ja alles mit, was hier in den Weg kommt. Ich hab nichts gesehen, ich hab an mir auch nichts gehört. Ja, hätte ich auch gesehen. Jetzt schießt Ray wieder ran, alle besoffen hier. Ja, es ist halt echt so, ey. Also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, alle vorne eine geile Party geschmissen. Gut. Aber scheinbar geht es trotzdem auf die Strategie. Bis jetzt haben wir noch keinen gesehen, außer unser Fake. Aber das mit dem Fake jedes Mal schicken scheint funktioniert. Ja, Verwirrung. Das verwirrt die komplett. Ich glaube, die werden jetzt doch gedacht, bestimmt schon vorne ist. Auf uns warten, oder? Jetzt kommen ja, aber was bringt es ihnen, wenn sie da vorne warten? Dann kriegen sie manchmal 5% Schaden rein. Ja, wir ballern mal jetzt mit den M4s ein bisschen vor. Leute, die Front von der Limo ist gerade voll ungedeckt über die Kuppel, ne? Da hinten ist auch nichts. Aber hier ist. Achtung, Vorsicht. gegen Mitverkehr. Achtung, roter RS6, nicht reinkrachen. Ist ja gut. Auch wenn ich bei mir keinen Verkehr sehe. Also von hinten ist alles frei. Das habe ich auch zum Officer gesagt, aber der hat mir trotzdem Fox in Fahrtrichtung und also ein Audi in Gegenfahrrichtung. Ah, den sehe ich. Ich finde die BMWs machen einen guten Job hier. Sagt er und das BMW. Ja, wir machen euch die Straßensperre. Ja, sieht richtig professionell aus, dass da kleine Person. Soll ich mich noch vom Baum pflanzen? Nein. Schade. Die Limo, die muss noch fahren, die kannst du nächste Runde pflanzen. Okay. Sollen wir denen noch ein Startsignal geben eigentlich? Ja, der war fies, ich weiß. Ein Reifen, aber Andi ist, wir fahren übers Festival-Taktik, ist halt einfach immer wieder. Ja, war jetzt gut, ja. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist einfach schief gegangen. Moment, ich stelle mich mal besser vor hier weg. Ich will nicht aus Versehen aufs Select drücken. Ja, egal. Auf jeden Fall, das war die zweite Stage und das sieht auch nach einer guten Runde aus. Und dann geht's dann gleich in die dritte Runde. Ich verrate schon mal, wir fahren zum Festival wieder zurück. Ja, heute sind halt ganz kreative Routen unterwegs, aber hey, es geht ja eigentlich nur um eine gewisse Distanz zu bewältigen. Okay, dann kurzer Cut bis zur dritten Stage. Finale Stage steht an. Es geht von Fairlawn Manor zurück zum Festival. Wir sind so kreativ. Naja, egal. Andi, schieß los. Du willst den Vogel jetzt abschießen, hast du gesagt, bei der letzten Stage. Ja, wir wollen ja auf die Stunde kommen, habe ich gehört. Damit wir 8-mal Werbung schalten können. Nee, wir fahren tatsächlich hier Bauernstraße links raus nach Castleview Road, fahren dann über den Strand einfach, um auch mal den Teil der Karte gesehen zu haben und dann mal gucken, wie wir ins Festival genau reinfahren. Im Idealfall fahren wir über dieses Dings da, was ich habe den Namen gerade nicht vor mir, und im Nicht-Idealfall fahren wir übers White Horse.
Genau, also hier bla 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 und hier bla bla bla. Egal, okay. Dann würde ich sagen, es geht, gefällt mir. Haben die anderen schon Daytona gesagt? Ja. Ja. Okay. Ja. Okay, gut. Ich bin dafür, wenn die Straße noch keinen Namen hat, nennen wir sie Dings da. Ein R6 ist noch AFK anscheinend. Ja, sorry. Pass an. Und ja. Diesmal macht Vince den Fake M4 und fährt den kürzesten Weg denen entgegen. Und ich scout euch ein bisschen. Und ihr könnt merken, wenn ihr es schafft Echte oder euer Seite Fahrzeug es schafft, dann fahrt ruhig, gerade die vor der Limo sind, fahrt ruhig mit 120 durch die Kurve. In der Regel sollte es jedes Fahrzeug da vorne schaffen. Weil dann lauft ihr nicht die Gefahr, dass die Limo auf euch aufläuft. Wenn ich das alles Fahrzeug macht, dann ist es sehr geil. Ray, ich bleib mal hinter Heavy dir. Heavy ist bei mir, ne? Heavy ist bei mir. Gleich. Der Heavy war bei mir auf der Straße. Hab's mit. Ja. Aber log ihn nicht zu uns, sondern lenk ihn ab. Ich bin in die andere Richtung. Der ist weitergefahren, der hat mich komplett ignoriert. Was? Ja. Oder du fährst dem Heavy hinterher. Ja, okay, das ist für uns aber geil. Wenn ich die Straße hochfährt, dann darf der nicht so weit fahren. Der darf nur auf 2 Kilometer in den Start ran. Ja, ist richtig. Der kommt nicht auf die Autobahn drauf und da. Nö, solange sie uns nicht entdecken, dürfen sie da nicht hin. Das ist die Taktik. Route wird neu berechnet. Steht alles in den Regeln, by the way, wenn ihr denkt, was labern die für verrückte Kacke. Das versteht ja kein Mensch, ist richtig. Wir rechts. Wir haben den Verkehr nur abgeschirrt. Danke. Darf ich den mal Angst machen? Aua. Warum denn? Was muselt ihr denn da vorne so rum, hä? Es Alter, war doch kein Zickzack, Rio. Reifen aufwärmen. Was ist denn los? Vor euch Verkehr. Jo. Reifen warm. Stimmt sogar. Super. Hast noch Reifen? Ja, irgendwie nur so ein bisschen. Ich würde jetzt ganz gerne aufblenden. Und sein M4 hinten, der chillt immer das Leben da hinten. Was machst du denn die ganze Zeit? Burnouts wahrscheinlich. Guck, ob von hinten einer kommt. Hast du jetzt bei Castle View noch ein paar Donuts mitgenommen oder was? Ich guck fast die ganze Zeit nur nach hinten. Kann bestätigen, in Heimitz ist keiner. Alles gut, ist ja richtig so. Ich denke, ich guck halt auch die ganze Zeit nach hinten und denke mir so, hä? Eigentlich war doch da noch ein M4? Ja, ich rechts. Sag dir an, wenn jemand kommt. Links. Straße folgen quasi. Genau. Alles klar. Jetzt müsste jetzt. Boah, wenn es jetzt zukommt. einmal die Uhr abholen. Ja, das Schlimme ist, dass der Zug nicht bei allen synchron kommt. Das kann ganz böse enden. Auf einmal fliegt die Uhr. Wer hat hier gerade die Handbremse geschmissen? Hau rein, ne? Das ist halt natürlich Jumis blöd raus. Für die. Jumas bei uns. Ich bin am Festival, was mach ich jetzt? Nee. Was? Bei uns. Stimmt. Was hast du gefahren, Juma? R6, vorne. Nein, wäre es jetzt in einem 4 gewesen, wäre es mir egal gewesen. Gut, Acid 4, innen bitte vorbei. Boah, ey. Was seid ihr aktuell? Kommst du wieder rein, oder? Ich guck, ob ich rein in der Driftzone, die Richtung Strand geht. Ah, okay. Ja, dann komme ich Richtung Kreisel. Jo. Nee, ich bräuchte eine Einladung. An die Limo-Atom? Kann jemand Juma Ray, ein? Fahr du nach, ich gehe mal kurz an die Seite. Ich kann den Juma. Achso, ja, okay. Das ist bei einer eigenen Fahrbahn drin. Das war ja auch noch. Hörst du den V6, Ray? Frage doch hier mal rein wegen Schaden. Ich hab noch keinen. ja, ich höre. Er hat das Spiel nicht verlassen und Haus nicht betreten. Den Schaden dürfte er noch haben. Ich hab auch einen, ja, den hat das mir ja auch vorhin passiert. Solange er das Spiel nicht neu startet, ist alles cool. Soll ich meinen ersten schalten für die Challenge? Nein, das war das. Immer durchgedrückt. Ja, dann weißt du, es passiert gleich was. Du erfährst es aber dann, wenn es schon zu spät ist, meistens. Genau. Also, Juma, Einladung ist raus. Danke, ich auf 120 bei der Anlage geschwungen. Wo seid ihr gerade? Weil ich hinten jetzt gerade an. Nach Bamberg schon. Ich bin jetzt kurz vor Fortune Island Fähre. Fahren wir rüber? Ja, so knapp einen Kilometer noch weg davon. Machen wir Umweg über Fortune Island? So, ich komm wieder mal. Dann fahren wir die Serpentine hoch, ja? Ja. Ich hab gehört, die Limo kommt ganz gut durch die Limo. Ich komm jetzt wieder, ich bin wieder VIP Tokyo Drift. Es kommt der Lambo. Panik! Hi, ich bin der Fake M4. Boah, ey, wegen der Scheiße hätte jetzt fast einen Baum mitgenommen. Hab einen Lambo gebaut. So, Ray, bin wieder da. Alter, der hat einen Flügel montiert, ey. Oh, Alter, wieso kommst du aus dem scheiß Busch raus?
Weil ich den Lambo blockiert habe und im Bus stand. Ich fahr wieder nach vorne. Wir brauchen Lambo ja einen R6 auf jeden Fall von. Geht Lambo. Rechts vorbei. Rechts er ist vorbei, wieder hinter. Was will der hier? Weiß nicht. Der will Lucky Lucky machen. Zeig dir mal die Mauer, Ray. Die ist ganz schön an der Stelle. Der Lambo kommt so zwischendrin durch. Nein! Ich hab Lambo! Nicht eins von vorne von dem Heavy, ne? Ja. Das ist doch sinnlos, was Alter. Du da machst. Dürfen wir den festsetzen? Ja, gell. Mensch. Ja, dürft ihr schon, dann ist er raus. Aber ich glaube, der portet sich jetzt eh gleich weg, oder? Nicht? Nee, nee, nee. Hau den mal gegen die hinten. Brücke, wenn ihr es schafft. Okay, nee. Nee, ich komm vorbei. Ja, ich seh's. Fahr, okay. Was? Ja, fahr. Nein, ich meinte nicht. Ich... Der ist an der Limo Achtung. Dran. Ja, ich warte. Der soll da kommen. Andi, du wolltest doch kämpfen, oder? Ich war ja mal. Vorne noch einen Scout eigentlich. Ja. Hallo. Vorne euch. Fährt ja, er mit dem R6 zurück, wenn es wo ist jetzt der Limo, da ist die Limo, da ist halt der Lambo. Sorgen mache ich mir eigentlich nur beim Heavy, wenn der von vorne kommt. Wow! Den sehe ich noch nicht. Wenn der Heavy kommt, stelle ich mich quer. Wir müssen denn den Lambo jetzt da wegschieben, komm. Nicht in den Andi rein. Ja, das ist. Wobei. Es ist halt verdammt Liste, schwierig, du willst den wegschieben ja, und dann fährt Andi los. Wenn du die Limo von der Seite triffst, solange du sie nicht vorne triffst, bockt's nicht. Jetzt setz sie mal fest, ganz ehrlich. Ja, machen wir jetzt auch. Aber das ist schwierig. Ja, nicht mich ins Gilmchen, hell! Ja, ist der Halleber! Ich will dir doch. Ich will dir helfen! Vorsicht, wir sind uns einig, gut. Ja, das ist ja schon in der Standardkommunikation. Ja, auf dem Teamspeak. So läuft das bei uns ab. Die Sprache musst du können, sonst brauchst du gar nicht mitmachen wollen hier, ja. Außerdem jetzt einfach. Das ist das Erste, bauen, was abgefragt wird. Falls nicht festsitzen. Komm, ich komm jetzt mal einmal hinten rein. Alter, also, da kommt M4 mit aua. Es ist wieder Bambini-Mannschaft hier, Leute. Ja, das ist auch egal, Alter. Das ist einfach penetrieren, das Ding. Out. Weg mit dir! Du hattest das Eliminator, Vorsicht. Ja. Ah. Also von der Autobahn. Ja, Achtung! Tschüss. Oh ne, mach ich doch nicht. Ich wollte schon Teamabenteuer-Taktik machen. Alter, der macht einen Donut da, der NPC. Heavy! Vorsicht, der. Ja, ist vorbeigefahren. Aber das. War das Ready Fighter? Das war doch nur deren Heavy. Doch, doch. Die hatten nur vorne. Wir bauen vorne R6, wir fahren mal vor. Wir brauchen vorne dran was. Vorsicht, der Lambo kommt wieder. Der Rayfighter ist der Scout. Heavy kommt von hinten. Ah! Oh! Alter. Alter, was ist denn da passiert? Vorsicht! Ich bin nicht begeistert von abgehoben. Der R6 nimmt mich. Also jetzt hab ich alles gesehen. Ah, scheiße. Ah, dieser blöde Lambo. Wie viel Schaden hab ich hier bekommen, ey? Krass. Also. Wie viel? Vorsicht, Heavy! Oh, ja, du hast mich getroffen. Aber ist ja egal. Alter. Also, um mal klarzustellen, der Heavy ist nicht. Wow! Ich bin begeistert und dann ist er halt abgehoben dadurch. Aua. Ich mach die Beine fertig. Weg mit ihm! Komm, schieb! Hand. Schieb, die Beine, schieb, die Beine. schieb! Ah. Weg, kümmern wir uns um den Heavy. Nee, ich hab noch keine, dran, oder keine Power mehr. Ins bleib hinter mir, die sind alle hinten. Die sind alle hinten, das bringt... Ja. Danke, Mann. Jetzt hab ich 67 Motor dank dem Audi. Ey, was dank mir? Nee. Eventuell hast du mich vor den Begrenzer reingeschossen. Ich hab den Lamborghini im Arsch. Was soll ich denn machen? Wow. Ich block mal ein Heavy. Gottes Willen. Leider, wir haben es doch eh gleich, oder? Der Lamborghini wird das uns direkt. Ja, wir müssen jetzt Festival, ne? Also. Ach, Festival, scheiße. Ich seh nichts mehr. Der Audi ist gerade zu was. Schieb's ab. Alter, hier ist nur eine riesen Staubwolke. Ich seh nichts mehr, ich kann nichts mehr. Ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Ja, Limo ist im Feld, Limo ist im Feld. Komm wieder auf die Straße. Ich trick sie alle. Ups. Haben wir den? BMW, los! Gib Gas, Alter! Komm, mach doch Platz jetzt hier! Ich bin wegschieben. Kann doch nicht rumstehen. Der ist weg. Ja, den Lambo haben wir festgesetzt. Ja, Lambo haben wir. Weiter geht's. Ja komm, zwei davor, den hätten wir doch auf als den Heavy, Leute. Oh, wieso fährst du jetzt weg? Ja. Den hätten wir fast gehabt. Ich hab halt bei 87 Motor. 87? Alter, Audi! Ja, mir ist irgendwann Audi hinten reingeschossen, der mich im Begrenzer gesetzt hat. Ja, fahr. Ja, ich geb Vollgas, mehr als Vollgas geht nicht. Wieso werd ich gerammt eigentlich, Jungs? Weil ich ihn nicht reingeschoben habe. Wo sind die Limo? Ich seh die Limo gerade nicht. Ich fährt den Heavy, wenn du die Route nach Ding machst.
Ach so, da kommt der Scout gleich, warte. Ja, soll er kommen, er ist weitergefahren. Kriegt's hin? Der ist doch hier auf dem Schotterweg unterwegs, oder? Ja, ich fahr rechts rum. Ja. Wo ist der Heavy? Der Heavy ist jetzt bei uns. Wir setzen ihn hier fest. Also ich sehe ja, was er tut. Ich kommentiere es mal nicht. Ja. Pass bloß auch nicht in die... Ich versuche jetzt einfach hinter dir zu bleiben, Anni, dass da keiner in dich rein. Wenn ich noch 3% Watch habe, bin ich raus. Ja, ja, ich habe schon verstanden, Vorsicht, dass pass du vorne auf, Exitus pass vorne bist. Auf, die Audi das habe ich nicht... Das ist nicht an dich gerichtet. Ja, ja, aber ich habe mitbekommen, was Sache ist. Deswegen versuche ich jetzt deinen Arsch zu schützen, dass keiner hinten reinrutscht. Der Heavy ist raus. Heavy Hammer. Ja gut, er hat aber noch einen Respawn, je nachdem, ne? Oder ja, aber dann haben wir einmal fest dazu. Oh! Ja, ja, klar. Also rechne damit, dass Ray, der wieder von vorne kommt. Wir holen auf. M4, bleib hinten. Bleib hinten. Hinten, hinten, hinten. Soll ich auch noch hinten bleiben? Berghof nee, ist schwierig, by the way. Wo seid ihr gerade aktuell? Wir kommen zurück. Die kommen alle von vorne. Okay. Lambo kommt. Ich fahr einfach rückwärts. Versucht nicht im Weg von der Limo zu stehen, dass die durchpacen kann. Ja. Ja, ich pace. Kaum noch Power. Lambo ich komm den Berg Lambo nicht weg. Hoch. Ja, Achtung, Escalade von hinten. Ein bisschen darf ich ja schieben. Also bis 30 Stunden. Der Lambo kommt von hinten wieder, by the way. Also der ist nicht weg. Setzt mal den Lambo in die Mauer da, das bremst den gut aus. Der Scout kommt von hinten. Scout kommt von hinten. Ja, schon verfehlt, hat verfehlt. Achtung, Lambo kommt durch. Ach so. Alles gut. Vorsicht, der Lambo. Einfach wegschieben, versuch die wegzuschieben einfach. Immer weghalten. Sorry. Das ist jetzt halt scheiße. Ja. Ein U-Turn, mach einen U-Turn. Ja, mach einen U-Turn. Weißt du, wie viel Leistung ich noch hab? Schieb den links raus. Komm, Lambo, jetzt verpiss dich. Entschuldigung. Problem ist, ich bin selber ein Krüppel. Aktuell. Schieb den Lambo weg. Ich kann nichts machen, weil da. Ja, ich kann auch nichts. Ach, komm. Oh, weg. Ab. Auf die Nerven. Aber. Versuch mal wirklich den festzusetzen jetzt. 1,4 Kilometer. Blockiert an. Das Problem ist, ich habe halt selber keine Leistung mehr. Ich kann den nicht wegschieben für euch. Stehen bleiben. Ich wollte den Berg dahinter. Jetzt. Ich bin dran, Andi, ich bin dran. Du mal, warum? Ich wollte von vorne geschoben. Es wird eine Schleichfahrt des Todes hier so, wieder. So, ich schieb grad einen Scout raus. Ja. R6, lass mich hinter den M4. Hinter die Limo. Ja. Vorsicht, Scout. Vorsicht, der Lambo, nochmal. Das gibt's ja nicht. Ich hab den Scout. Pass, ich lass ihn einfach mal von hinten treffen. Lass mich mal durch. Oh, Alter. Oh ja, der hat gesessen. Achtung, Scout kommt. Wo? Wir haben noch einen Kilometer, 1,0. Hinten links. Sorry. Alter, ist das ein Gemetzel. Aua. Alter. Also oh, Achtung, NPC. Ja, wo ist der Lambo auf? Nicht in die Limo hinten rein, Jungs, ne? Er darf nicht zu so schnell werden. Warte, wir haben gewonnen. 500. Oh, ja. Knappes Ding. Aber das ist auch krass, ne? Das ist eigentlich jetzt eine neue Taktik gegen die Limo. Du musst einfach nur mit voller Karacho hinten in die Limo rein, dass die einen Begrenzer jagt. Das war doof, mir ist voll der Lambo hinten drauf geschossen und ich bin deswegen in der Limo gelandet und hatte Andi 67%. Ja, ne, klar. Dass du das mit Absicht nicht machst, ist logisch. Ist sowieso verboten, die Limo anzuschieben, aber das ist halt auch eine gute Taktik für die Racer, was ich eigentlich aber gar nicht so schlecht finde, weil die Limo ist sowieso schon schwer die haben zu treffen von vorne. Aber wenn du das Getriebe so einstellst, da können wir gleich noch quatschen, weil wenn du das Getriebe so einstellst, dass er bloß 3 Gänge hat, dann setzt halt den vierten, fünften so hoch, dass er halt ungefähr auf der Geschwindigkeit bleibt, aber halt nicht weiter beschleunigt. Weil dann kann er ihn gar nicht so derb in den Begrenzer reinballern, weil der Begrenzer ewig weit weg ist. Das ist halt ein extrem langer Gang, da muss er halt einen Spritspargang fahren. Oh, das ist das, was ich vorher gemeint habe, aber das können wir später noch besprechen. Ja. Zum Beispiel. User in your channel is recording. War aber knapp, es waren noch 3% oder so, dann wäre Exitus gewesen. Schade. Oh, ja, 2 jetzt nur noch. Ja, 2. Ja, war doch nochmal spannend am Ende, war doch auf jeden Fall cool. Ja, es gibt auf jeden Fall wieder ein paar Kleinigkeiten anzupassen, aber das ist völlig normal. Das Format ist ja nicht umsonst das komplexeste Format, aber auch das jüngste Format.
Aber ich hoffe trotzdem, allen Zuschauern hat es gefallen. Das war wieder mal eine weitere Ausgabe Save the BRP. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Und bitte auch die Zuschauer, nimmt diverse Aussagen und so weiter nicht zu ernst. Man ist natürlich voll im Spiel drin. Man ist natürlich konzentriert, man möchte natürlich gewinnen und das Beste machen. Deswegen, es nimmt keiner dem anderen irgendwie böse oder sonst was. Da ist kein böses Blut. Deswegen alles nicht so überbewerten, bitte. Ja, Spaß hat es aber auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir sind raus. Bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Servus.